So, die Wohnung ist im dritten Obergeschoss, eine Vier-Zimmer-WG. Wir kommen jetzt rein, hier haben wir den Flur. Im Flur gibt es einen Schrank, eine Aufhängemöglichkeit, einen Kühlschrank. Dann ist hier die Toilette. Und rechts von der Toilette geht es gleich weiter mit der Küche. Die Küche hat einen Gasherd, eine Spülmaschine, einen Ausziehtisch, wo man zum Beispiel dann in der Küche auch essen kann. Hinter der Küche ist das Bad, das ist relativ klein und hat eine Dachschräge, genauso wie die Küche. Hier ist dann auch der Warmwasserboiler und die Dusche. Hier in der Küche hat es noch einen zweiten Kühlschrank. So, hier sehen wir dann das erste 11 Quadratmeter Zimmer. Kleiderschrank, Schreibtisch, Bett und noch ein Schrank und Fenster. Dann kommen wir mal in das große Zimmer. Da ist ein größerer Schrank, einen Glasschreibtisch, ein Ledersofa, hinten noch ein Bett, Kleiderschrank und noch so einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen. Dann kommen wir in das ganz kleine Zimmer. Da wurde schon frisch ausgezogen. Da ist ein Schrank drin, ein Schreibtisch, zwei Kommoden, ein Stuhl und ein Bettsofa zum Umklappen. Genau. Und dann das zweite 11 Quadratmeter Zimmer. Hier mit Garderobe, Schränkle, Schreibtisch, Bett, Sofasessel, Kleiderschrank. Genau. Gitarre. Gitarre. Die ist, glaube ich, nicht dabei. Und hier haben wir dann noch so einen kleinen Abstellraum für Staubsauger und so weiter. In der Abstellkammer ist dann auch die Netzwerkzentrale. Jedes Zimmer ist mit Netzwerk miteinander verbunden.